Ja, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen eigen bin. Ich mag halt bei der AF7 diesen homogenen Lichtkegel, der ja auch ein bisschen eine gewisse Ruhe auf die Straße bringt, während hier das Licht schon so ein bisschen, ja, strukturierter aussieht. Zusammen, die dunkle Jahreszeit ist da. Deswegen heute das Thema Licht und ich habe hier die beiden Flaggschiff-Lampen von Lupine. Die beiden Fahrradlampen, die Lupine anbietet, beide straßenverkehrszugelassen, beide mit Fernlichtfunktion. Hier die neue SL AX und hier die SL AF7. Ja, beide Lampen sind recht teuer, die AX jetzt noch mal einen Tick teurer als die AF7. Aber man bewegt sich vom Licht her in einer Qualität und in einer Helligkeit, was sonst eigentlich nur Autos hinbekommen. Und ich habe natürlich auch eine kleine Testfahrt gemacht, damit ihr sehen könnt, ja, wie machen sich die beiden Lampen? Wie groß ist der Unterschied in der Realität wirklich, wenn ich im Wald fahre, auf der Straße? Und wie sehen auch die Lichtkegel aus und so weiter? Ihr habt die SL AF7 schon in Videos von mir gesehen. Zum Beispiel auf La Palma, als wir den Berg hochgefahren sind. Da seht ihr, wie ich die in der Abfahrt benutzt habe, abends im Dunkeln. Wir haben einen Lupine-Test gemacht letztes Jahr. Ich verlinke unten die Videos, wo die mal auftaucht und zwischendurch taucht die immer mal wieder in Videos auch auf. Jetzt kommt natürlich ein wichtiger Punkt. Ihr entscheidet euch, so eine hochwertige Lampe zu kaufen. Und jetzt gibt es zwei Modelle. Für welche entscheidet ihr euch? Ich werde natürlich gleich mal auf die Gehäusedetails und Ähnliches eingehen. Jetzt erstmal auf die Lichtleistung. DSL AX7 hat ein Abblendlicht, also das normale Licht zum Fahren von 1300 Lumen. Das gedimmte Abblendlicht geht runter auf 800 Lumen. Und ich habe 2200 Lumen maximale Leistung Fernlicht. Die SL AX hat ein Abblendlicht von 850 Lumen und ein Fernlicht von 1300 Lumen und ein gedimmtes Abblendlicht von 450 Lumen. Bedeutet, das Abblendlicht der AX ist so hell wie das Fernlicht bei der SL AF. Beide Lampen werden mit einem externen Akku betrieben. Ja, was ist jetzt der Vorteil und der Nachteil vom externen Akku? Ja, tatsächlich, ich kann mehrere Akkus mitnehmen. Die Lichteinheit ist vom Akku getrennt. Das heißt, wenn der Akku mal kaputt ist, brauche ich einfach nur einen neuen Akku und nicht gleich eine neue Lampe. Übrigens auch sehr, sehr wichtig, dass viele Lampen, auch alte Lampen, die vielleicht 10 Jahre alt sind bei Lupine, die man da mal gekauft hat, Stirnlampen oder ähnliches, ganz oft auch ja, erstens repariert werden können, das ist garantiert. Und zweitens, man kann auch updaten auf die hellere LED-Technologie, die ja über die Jahre immer heller und immer besser wird. Ja, in den meisten Fällen, zum Beispiel bei der SL AF7, die 7 bedeutet, dass ein 6,9 Ampere-Stunden Akku mitgeliefert wird. Das ist der, den ich hier in der Hand halte. Das gleiche ist bei der SL AX der Fall und es wird eine SL AX10 geben, wo es auch ein, ja, 10 Ampere-Stunden Akku geben wird. Den gibt es bisher, zumindest Stand heute noch nicht, aber wenn es den gibt, verlinke ich den unten auch. Der kommt jetzt auch. Und was ich hier aber noch habe, ist ja, ein Akku mit doppelter Kapazität. Der hat dann 13,8 Ampere-Stunden. Ja, wo wir bei den Akkus sind, Akkulaufzeit. Je heller eine Lampe, desto mehr Strom wird verbraucht. Ihr seht, dass die 2200 Lumen in der Fernlichtfunktion bei der AX nur 1 Stunde 45 durchhält, während natürlich die 1300 Lumen bei der SL AF7, die halten 3 Stunden durch. Beides gerechnet auf den 6,9 Ampere-Stunden Akku, damit man da auch vergleichbare Werte hat. Wichtiger ist natürlich das Abblendlicht. Da habe ich 3,5 Stunden mit den 1300 Lumen und entsprechend 5 Stunden mit der SL AF7. Ja, und das gedimmte Abblendlicht, das hält bei der SL AF7 10 Stunden durch. Das ist übrigens das, was ich auch auf der Fahrt nach Grömitz nachts genommen habe, weil wenn man im Dunkeln unterwegs ist und auf Straße unterwegs ist, braucht man gar nicht so viel Licht. Das heißt, das gedimmte Abblendlicht ist meistens völlig ausreichend. Ja, und ganz oft braucht man das helle Licht ja gar nicht. Und das ist das Schöne an der AX, die kann ich einstellen in einen Eco-Modus. Ja, mit dem Eco-Modus lässt sich das Fernlicht auf 1600 Lumen und das Abblendlicht auf 800 Lumen reduzieren. Und in dem Augenblick habe ich im Fernlicht auch 2 Stunden 45 Akku und 6 Stunden 15 im Abblendlicht. Jetzt natürlich ein interessanter Teil, die unterschiedliche Bauweise. Ihr seht, dass die AX ja fast doppelt so breit ist wie die AF7. Und vorsichtig sein bei diesem GoPro-Adapter, der ist jetzt nicht offiziell von Lupine für die AX gemacht. Und mit dem hatte ich auch so meine Probleme. Und zwar ist er immer nach unten gerutscht.
Ja, ich habe das jetzt hier mit der Hand schon so festgemacht, weiter ging es gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt wieder loskriege. Und ich habe es jetzt nicht so festbekommen, dass die Lampe hier vorne stabil steht. Das heißt, hier ist natürlich auch ein längerer Hebel. Und ja, sobald ich im Gelände bin oder ein Schlagloch kommt, dann ist die Lampe immer weiter nach unten gewandert. Hier war dann irgendwie Stopp. Das ist jetzt natürlich ein Problem, was ich versuchen werde zu lösen, indem ich jetzt hier einfach mit dem Imbusschlüssel eine Schraube reinmache. Jetzt nehme ich hier so eine normale Schraube und was ganz schön ist, das Gewinde ist das gleiche wie bei Flaschenhaltern. Das heißt, so eine Schraube hat auch jeder irgendwie zu Hause noch rumliegen. Jetzt kann ich das natürlich hier richtig mit Dampf festziehen. Ich habe halt hier einen viel, viel besseren Hebel. Fix-It-Sticks, guckt bei uns im Shop, eins der besten Werkzeuge. Und damit ist es jetzt auch wirklich bombenfest. Also ich drücke hier schon richtig dolle drauf und ja, krieg's nicht bewegt. Hier im Vergleich nochmal der Anschluss, der natürlich für die SL-AF hier perfekt gemacht wurde. Der geht natürlich hier seitlich raus, hat hier den Bogen um das Licht rum. Das kann natürlich dann perfekt von unten montiert werden und in dem Augenblick habe ich natürlich keinen Hebel. Das heißt, der Hebel geht nur nach vorne und nach hinten und das ist sehr unwahrscheinlich, dass sich da was bewegt. Ja, ihr habt gesehen, dass das jetzt erstmal so eine Zwischenlösung ist, bis der originale GoPro-Adapter von Lupine fertig wird. Der Vollständigkeit halber noch das mitgelieferte Zubehör bei beiden Lampen. Und ja, ich habe das jetzt immer, ihr habt bei mir immer diese GoPro-Adapter gegeben, die optional erhältlich sind. Das ist die mitgelieferte Lösung. Für mich persönlich ist das immer schön, das Gerät unter dem Tacho zu haben. Aber ansonsten ist das halt hier auch eine perfekte Lösung und super einfach anzubringen, indem man einfach Schnellspanner auf, abnehmen, Schnellspanner zu und die Lampe ist einsatzbereit. Dazu noch der passende Innensechskantschlüssel, mit dem man das dann alles hier an der Seite anschrauben kann, das Zubehör. Und dieser kleine Schlüssel ist für den Batteriewechsel in der Fernbedienung. Bei beiden Lampen wird diese Bluetooth-Fernbedienung mitgeliefert und damit kann man dann hier auf der linken Seite mit dem kleinen Knopf zwischen Abblendlicht, gedimmtes Abblendlicht umschalten und mit dem großen Knopf macht man das Fernlicht an und er leuchtet dann auch blau, wenn das Fernlicht leuchtet und nochmal drücken wieder aus. Die SL-AX hat keinen Knopf mehr am Lampenkopf selber, das heißt die Lampe lässt sich nur über die Fernbedienung bedienen, während die SL-AF auch einen Knopf an der Lampe hat, sodass man da die Fernbedienung nicht zwingend braucht. Ja, hier die unterschiedlichen Konzepte, was die Streuscheiben angeht. Bei der AF7 hat man so eine Art wie so ein Xenonlicht und das ist auch das, was es sehr, sehr homogen macht, wenn das Licht auf die Straße fällt. Während hier bei der AX der Lichtstrahl nicht durch eine Streuscheibe, das heißt die Scheibe hier vorne, die ist glatt. Das ist ja bei normalen Fahrradlampen, die man so kennt, nicht der Fall. Das heißt, da wird das Licht verteilt durch Riffelung in der Scheibe und durch Winkel in der Scheibe. Und hier bei der AX haben sie es auch wirklich gut hinbekommen, das Licht sehr, sehr gleichmäßig, den Lichtteppich sehr, sehr gleichmäßig zu verteilen. Allerdings nicht so gleichmäßig wie die Kugelform. Hier seht ihr, dass hier oben die LED-Leuchtmittel drin sind und die werden dann auf diese Spiegel hier verteilt. Das heißt, die Flächen wurden einfach in verschiedenen Winkeln angeordnet. Ja, und da steckt natürlich viel, viel Gehirnschmalz drin, das Licht auch wirklich auf die Straße zu werfen, dass es nicht punktuell auf einem Punkt nur hell ist und rechts und links nicht mehr so hell und dass es gleichmäßig hell ist. Beide haben außerdem noch LEDs, die sind übrigens sehr, sehr effizient. Das sind die, die auch fürs Tagfahrlicht mit eingesetzt werden. Hier das Gleiche bei der AF7. Beide Lampen haben hinten Helligkeitssensoren. Das heißt, damit wird tatsächlich das Tagfahrlicht bzw. von Tagfahrlicht auf Abblendlicht umgeschaltet, sobald es dunkel wird. Und umgekehrt, das funktioniert auch sehr super. Selbst manchmal funktioniert es auch, wenn man sich durch so einen Tunnel fährt, der hell beleuchtet ist, dann wird auch auf Tagfahrlicht umgeschaltet. Ist aber nicht störend, weil alles, was ich jetzt mit der AF7 gefahren bin, da war das immer perfekt so eingestellt, dass das Licht dann ausging, wenn ich es auch selber ausgemacht hätte. Interessant ist natürlich auch das Gewicht. Die SL-AF7, der Lampenkopf, wiegt 106 Gramm, schon mit GoPro-Adapter. Und die SLX wiegt 173 Gramm, auch hier mit dem etwas größeren GoPro-Adapter. Und natürlich braucht man noch den Akku. Der 6,9 Amperestunden Akku wiegt 253 Gramm. Ja, und wenn man dann wirklich zu dem großen Akku greift, 13,8 Amperestunden, dann ist man bei 452 Gramm, also nochmal 200 Gramm mehr. Zwei wichtige Zubehörteile möchte ich euch noch zeigen, die ihr am besten gleich mitbestellt, sind optional erhältlich. Einmal dieses kleine Teil, und zwar macht das aus dem Akku eine Powerbank. Einfach anschließen und dann kann ich hier mein Handy oder irgendwas auch parallel mitladen. Sehr, sehr nützliches kleines Teil. Und dieser Y-Stecker ist auch sehr cool. Den kann ich auch an meinem Akku anschließen. Schließe dann hier meine Lampe an und kann dann hier parallel noch meinen Fahrradcomputer mit
laden. Und das funktioniert mit dem Element Roam als auch mit dem Garmin, mit diesem ja wirklich sehr schlau geknickten Kabel, sodass das auch nicht im Weg ist. Und dann kann ich gleichzeitig die Lampe leuchten lassen und meinen Fahrradcomputer währenddessen laden. Diesen Anschluss gibt es auch mit verschiedenen Anschlüssen, auch fürs iPhone zum Beispiel, USB-C und so weiter. So, jetzt aber das Wichtigste, meine Testaufnahme mit den beiden Lampen. Ich war gestern Abend draußen, raus aus der Stadt, da wo es dann wirklich dunkel war, auf der Landstraße, im Wald, um beide Szenarien abzubilden. Und wenn ihr euch das Video jetzt anguckt, achtet mal so ein bisschen auf den Lichtteppich. Wie sieht das Ganze aus und auch wie breit streut die Lampe und so weiter. Und da gibt es dann einige Unterschiede, über die ich dann gleich auch nochmal sprechen werde. So, als erstes teste ich mal die SL AX, die bin ich bisher ja noch gar nicht gefahren, die SL AF7, die habe ich ja schon länger, ein Jahr im Einsatz. Montiert unter dem Fahrradcomputer, da habe ich so einen K-Edge-Halter. Die Lampe ist damit nach vorne gerichtet. So sieht das Ganze aus Fahrersicht. Hier rechts ist übrigens die Fernbedienung für die AX, hier links dann später für die SL AF7, die ich noch testen werde. Den Akku habe ich hier auf dem Oberrohr montiert und hier geht das Kabel entlang vorne zum Licht. So, jetzt fahre ich die gleiche Strecke nochmal mit der SL AF. Die SL AF, die sitzt direkt hier unter dem Fahrradcomputer, was natürlich auch sehr schön ist. Und wie man hier auch sieht, ist sie natürlich schmaler und verschwindet aus Cockpit-Sicht direkt unter dem Fahrradcomputer. So, jetzt im Wald. Das ist natürlich für uns Gravelfahrer super wichtig, dass wir im Wald auch gutes Licht haben. Und da ist es auch am ehesten wichtig, vielleicht ein bisschen mehr Geld auszugeben für eine sehr gute Lampe. In diesem Fall natürlich High-End bei Lupine. Und ja, wer das noch nicht gemacht hat, fahrt mal nachts los. Egal ob Rennrad oder Gravel, es ist halt eine ganz, ganz andere Stimmung als tagsüber. Das nur mal so nebenbei. Ich fahre jetzt mit der SL AF7 einmal hier durch und danach die gleiche Strecke nochmal mit der AX. Einfach, damit ihr auch da einen Eindruck bekommt, wie sich das, wie das Lichtbild aussieht und wie hell das Ganze ist. So, der Switch zur SL AX7. Thank you.
Der Vollständigkeit halber hier auch nochmal die Rücklichter, die installiert sind. Warum habe ich zwei Rücklichter? Weil ich jetzt hier heute Abend mit dem Garmin Varia Radar fahre. Das warnt mich vor von hinten fahrenden Autos. Das wird dann vorne auf meinem Wahoo Element Roam angezeigt. Ja, dann habe ich hier hinten installiert die Lupine Rotlicht Max. Ja, das ist eigentlich die Lampe der Wahl, weil die einfach 60 Stunden, ich glaube, oder sogar 80 Stunden hält. Während ja die Radarlampe nur 8 Stunden hält. Das heißt, für lange Ausfahrten benutze ich die immer. Ich wäre jetzt normalerweise hier nur mit der Garmin gefahren für diesen Test, aber ich wollte euch nicht vorenthalten, was meine Lösung ist hier für längere Ausfahrten oder mehrtägige Ausfahrten. Die hält einfach ewig und die habe ich halt falsch rum hier an der schrägen Strebe installiert. Und damit leuchtet sie dann gut nach hinten, sodass ich dann den Platz da oben frei habe. Gerade dann, wenn man hier oben Gepäck, eine Arschrakete oder irgendwie, also eine Satteltasche installiert, ist das natürlich gut, wenn die Lampe hier unten montiert werden kann. Ja, ihr habt gesehen, wie gut beide Lampen performen. Das ist schon wirklich eine eigene Liga, in der Lupine da spielt, insbesondere mit dieser Fernlichtfunktion und das Straßenverkehr zugelassen. Zum Thema Straßenverkehr zugelassen. Ihr habt ja gesehen, dass die Lampen sozusagen nicht bis hoch in die Baumspitzen leuchten, sondern dass das Licht irgendwann abgeschnitten wird. Und auch beim Fernlicht seht ihr, dass ihr wie in so eine Art Lichttunnel reinfährt. Das ist das, was Straßenverkehrsordnung ausmacht. Das heißt, ihr fahrt blendfrei und blendet nicht den Gegenverkehr. Ja, und neben dem Blenden hat das natürlich einen weiteren Vorteil, dadurch, dass das Licht wirklich gebündelt wird. Ich habe euch das ja vorhin gezeigt mit den Spiegeln. Wirklich auf die Straße gesetzt wird, ist natürlich der Straßenbereich, der für mich wichtig ist, viel, viel heller, als wenn ich jetzt wie bei einer Stirnlampe, die zwar vielleicht einen insgesamt helleren Gesamteindruck macht, weil die vielleicht auch 2200 Lumen hat, aber da geht natürlich viel Licht verloren, was oben in die Bäume strahlt und nicht vorne auf die Straße gerichtet ist. Jetzt mal unabhängig davon, dass ich die Bilder ja hinterher gesehen habe, wo man das Ganze auch noch mal ein bisschen verifizieren kann, auch mal ein Standbild draus machen kann und die nebeneinander stellen kann. Aber mein Gefühl gestern Abend war einfach, ich habe ja eine Lampe angebaut, dann wurde es kurz dunkel, die andere angebaut. Es war jedes Mal beeindruckendes, helles Licht. Es kam mir nicht zu dunkel oder zu hell vor, egal welche Lampe ich angebaut habe. Und es war immer beeindruckend, ja, schon seit einem Jahr fahre ich immer mit der SL AF7. Es ist immer wieder beeindruckend, wenn man mal das Fernlicht anmacht. Was einem auffällt, die AX ist natürlich ein bisschen heller und vor allem im Bereich vor dem Lenker ist es ein bisschen breiter ausgeleuchtet. Es ist zwar eine andere Leuchtfarbe oder man sieht zumindest, ja, man sieht vielleicht diese kleinen Spiegelchen, wie sie das auf die Straße beamen, aber es ist vorne ein bisschen breiter. Was mir aber hauptsächlich im Gelände auffiel, auf der Straße braucht man das ja gar nicht so unbedingt. Und das war dann bei der AF7 wieder so beeindruckend, dass dieser Lichtteppich extrem homogen war. Während die AX, ja, die verschiedenen Lichtschichten, die verschiedenen Spiegelschichten doch irgendwie sichtbar waren. Also nicht störend sichtbar, aber man sieht es halt, wenn man die AF7 gewohnt ist mit diesem homogenen Lichtteppich, der sozusagen eine Fläche ist, auch beim Fernlicht. Man hat sozusagen eine Lichtfläche, das durch diese Kugel geschuldet. Während hier beim AX, wenn man mal genau hinguckt, das sieht aus wie so ein kleines Teufelsköpfchen, was einen anguckt. Aber das ist mir während der Fahrt nicht aufgefallen. Das sieht man, glaube ich, nur, wenn man sich das Standbild anguckt am Computer jetzt bei den Aufnahmen. So, jetzt der wichtigste Part. Welches ist denn jetzt die Lampe, die ich empfehlen würde für euch? Um es einfach zu halten. 800 Lumenmeter Abblendlicht ist in den meisten Fällen mehr als genug, wenn man Straße fährt. Selbst im Gelände, Feldwege und so weiter kommt man mit 800 Lumen immer super zurecht. Das wäre bei der AX das gedimmte Abblendlicht und bei der AF7 das normale Abblendlicht. In den meisten Fällen kam ich sogar mit den 450 Lumen klar. Zum Beispiel dann, wenn ich im Deisterberg hochgefahren bin, langsam berghoch, brauche ich kein helles Licht oder meine Fahrt über Nacht nach Grömitz. Bedeutet, dass für meine Anwendungszwecke die AF7 bisher immer perfekt war und mit der Fernlichtfunktion konnte ich dann super die Abfahrten fahren, konnte sehr weit sehen, es war sehr, sehr hell, völlig ausreichend und ich kam in den meisten Fällen mit einem 6,9 Amperestunden Akku hin. Ja, und jetzt wird vielleicht der ein oder andere an den Bildschirm klopfen und sagen, Ingo, ich will aber die hellste Lampe. Für wen spricht denn jetzt das Upgrade zur AX7, was natürlich auch Nachteile mit sich bringt? Mehr Gewicht, mehr Stromverbrauch, es sei denn, man benutzt das Ganze im Eco-Modus. Ja, macht der Eco-Modus überhaupt Sinn? Hätte ich ja gleich eine AF7 kaufen können. Ja, Eco-Modus macht dann Sinn, wenn ich ihn vielleicht zweimal im Jahr nutze für eine Übernachtfahrt nach Grömitz, so wie ich es gemacht habe damals. Dann schalte ich sie halt auf Eco.
aber wenn ich wirklich maximales Licht brauche. Und dann muss es schon komplizierter sein als das, was ich bisher im Deister gefahren bin nachts. Das heißt, ich habe vielleicht, wohne vielleicht in den Alpen und habe Trails vor der Nase, wo wirklich große Steine, die ich sehen muss und so weiter. Da ist natürlich jedes mehr an Licht wichtig. Ja, und so hat Lupine die Lampe natürlich ursprünglich auch mal positioniert als Mountainbike-Lampe, wo wir aber nicht weit weg sind als Gravelfahrer, dass wir sagen können, das passt für uns auch. Weil je komplizierter das Gelände wird, desto besser ist es natürlich, die Möglichkeit zu haben, ja hier auf 1300 Lumen Ablendlicht oder halt auf 2200 Lumen Fernlicht zu stellen. Wenn man dann aber auf der Straße unterwegs ist, ist dieser Lichtkegel der AF7, der so schön homogen ist. Und wenn man den jetzt ein Jahr gefahren ist und sieht dann die AX dagegen, die ein bisschen unruhiger wirkt, ja, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen eigen bin. Ich mag halt bei der AF7 diesen homogenen Lichtkegel, der ja auch ein bisschen eine gewisse Ruhe auf die Straße bringt, während hier das Licht schon so ein bisschen, ja, strukturierter aussieht. Also kurz zusammengefasst, je mehr ich im Gelände unterwegs bin, je komplizierter das Gelände ist, desto eher würde ich zu AX greifen. Je weniger ich im Gelände unterwegs bin, je einfacher das Gelände ist, je mehr ich Straße fahre, würde ich zur AF7 greifen. Zu AX würde ich immer einen größeren Akku nehmen oder halt einen zweiten Akku dazu kaufen. Die AF7 hat für mich noch einen Vorteil, dass ich sie einfach, ja, am Rad ästhetischer finde, schlanker, steht nicht so im Wind, ist nicht so schwer. Also es ist natürlich auch ein kleiner Punkt, den ich ganz gut finde. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt ganz gut zusammengefasst und war euch eine Hilfe. Hinterlasst gerne einen Kommentar, hinterlasst einen Daumen, das hilft auch immer. Und wenn ihr euch für so eine Lampe interessiert, gerne bei uns melden, wir beraten euch da gerne. Und probiert das mal aus mit dem Nachtsfahren. Es ist gar nicht blöd und man hat so eine Stille, wenig Autos. Auch gerade auf der Straße macht das richtig Spaß, weil einfach so gut wie keine Autos unterwegs sind. Ganz, ganz besondere Atmosphäre. Und hier in Niedersachsen ist abends dann auch manchmal ein bisschen weniger Wind als tagsüber, gerade im Winter. Also ausprobieren und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Licht von 450 Lumen. Stimmt das denn jetzt? Ja. Ja, so viel Zahlen. So viel zum Zahlenwerk. Man muss diese Daten auch alle auswendig lernen, sonst geht das nicht. Alter, was für ein Marathon.